Hallo zusammen, ihr kennt meine Batteriebox und heute geht es darum, wie kann ich diese Batterie im Fahrzeug laden. Und zwar haben wir hier auf der Seite verschiedene Eingänge oder Ausgänge. Wir haben hier den großen 75 Ampere Stecker, hier kann ich richtig Energie raus und reinziehen. Da habe ich zwei 50 Ampere Stecker. Das sind Dauerstecker, da kann ich rein und raus fahren. Und ich habe hier zwei Stecker. Der untere hat Dauerstrom, auch wenn ich hier den Wechselrichter, den Hauptschalter aus habe, auf off, habe ich beim unteren dauernd Strom. Hier empfiehlt sich zum Beispiel, hier den Solarkoffer anzuhängen oder sonst eine Solaranlage, wo ich laden muss, ohne dass ich die Batterie brauche. Und dann kommt der schwarze Stecker oben, und hier oben steht über Trennröhre, über Hauptschalter. Laden kann ich ja die Batterie nicht nur mit Solar, sondern mit dem Ladegerät. 20 Ampere kriege ich sie in 5 Stunden voll. Oder mit dem kleinen Schwebelader, mit dem kriege ich die Batterie in 100 Stunden voll. Und jetzt ist ja die Möglichkeit, dass ich die Box im Auto an die Fahrzeugbatterie anschließe. Für das haben wir zum Beispiel diese Transcooler Autoanschlussset. Die kann man nicht nur brauchen, um einen Kühlschrank zu betreiben, sondern auch um diese Batterie zu laden. Das Ding besteht aus 6 Quadratkabel. Hier ist ein 50 Ampere Stecker, der hier drauf geht. Und hier habe ich eine Sicherung drin. Der kommt nicht so vormontiert, sondern lose. Und hier gehe ich auf die Batterie Plus und Minus. Also hier die Sicherung, das muss ich noch selber verpressen. Vielleicht ist das Kabel zu lang, dann mache ich es ein bisschen kürzer. So konventioniert, wie es hier jetzt im Muster ist. Wie funktioniert das? Ich habe in der Box drin dieses elektrische, spannungsgesteuerte Trennröhre. Wenn ich ein altes Auto habe, jetzt kommt's. Es gibt zwei Arten Autos. Alte Autos, neue Autos, etwa 5 Jahre alt, mit einem Euro 6 Motor, und ich habe Elektroautos. Wir bleiben jetzt bei den alten Autos, die fahren, wenn der Motor startet, geht die Lichtmaschine hoch auf 14,4 Volt Ladeleistung, je nachdem. Und mit den 14 Volt, wenn die dann bei diesem Kabel vorne anliegen, sind die hinten auch 14 Volt, je nachdem wie viel das fließt. Wir haben ein bisschen Spannungsabfall und so kann ich diese Batterie laden. Sobald ich diese 14 Volt anliegen habe auf diesem Rölle, macht dieser schwarze Stecker auf. Das heißt, der Strom kann von der ersten Batterie vom Fahrzeug über diesen Stecker, über das Rölle in die Batterie fließen. Wichtig ist, dass Strom fließt, muss sich das Teil eingeschaltet haben. Wenn ich hier aus habe, auf off, geht hier nichts. Dann kann ich nur hier direkt laden, auf dem unteren Stecker. Das funktioniert. Für was ist dieses Trennrölle? In dem Moment, wo ich anhalte, der Motor geht aus, dann fällt die Spannung zusammen. Wir haben hier eine Lithiumbatterie drin. Außer die, die natürlich eine 12-Volt-Batterie selber reinmachen, also eine Bleibatterie. Ich habe hier 12,8 Volt, auf der Standardbatterie habe ich dann nur, auf der Fahrzeugbatterie habe ich nur 12 Volt nominal. Jetzt nehmen wir an, wir sind gefahren, dann ist die erste Batterie ist bei 12,8 Volt und diese Batterie ist bei
13,4 Volt. Ich halte an, ich habe hier meinen Kühlschrank angeschlossen, ich brauche hier sonst irgendwie Strom. Diese beiden Spannungen gleichen sich an, weil dieses Relais ist immer noch geschlossen. Das heißt, die zwei Batterien, Fahrzeug vorn und Fahrzeug hinten, oder hinten diese Box, ist verbunden. Bis wir eine Spannung haben unter 13 Volt, schalte ich einmal den Wechselrichter ein. Pöck, ist die Spannung weg. Oder ich brauche ein bisschen Strom, weil diese Batterie hinten, die Lithium, mehr Spannung hat, nehme ich die Spannung zuerst aus dieser Batterie, weil die höher liegt. Der Strom fließt in diesem Moment immer noch nach vorne und die vordere Batterie wird sauber gepuffert. Nur wenn ich eigentlich fahre, sollte die Batterie vorne, oder gefahren bin, sollte die Batterie vorne immer voll sein. Das heißt, wir ziehen die beiden leer, die vordere bleibt voll und nachher macht das Trennrelais hier zu. Das heißt, ich kann den Strom nur noch aus dieser Batterie ziehen und aus der ersten Fahrzeugbatterie kann ich keinen Strom mehr ziehen. Für das ist dieses Trennrelais und das ist Standard hier verbaut. Das ist ein 6 Quadrat Kabel. Das habe ich dann hier eingesteckt, vorne auf die Batterie verdrahtet. Und so kann ich mein Fahrzeug betreiben, ich kann es ausstecken. Wenn jetzt meine vordere Batterie leer wäre, könnte ich hier auf einen dieser Ausgänge gehen und dann fließt der Strom von dieser vollen Batterie in die leere Batterie. Ich habe dann wie ein Überbrückungskabel. Funktioniert, ich muss einfach einen Moment warten, bis die vordere Batterie geboostert ist, weil wenn ich zum Beispiel ein Dachzeltcamper bin, da habe ich ein Standardfahrzeug, die Batterie hinten im Kofferraum und ich lasse den Radio laufen im Fahrzeug oder die Innenbeleuchtung und die zieht Strom. Wenn ich dann hier auf den anderen Stecker gehe, auf die zwei, fließt der Strom in die erste Batterie, 10 Minuten warten und ich kann dann das Fahrzeug starten. Bedingt natürlich, dass ich hier noch Strom drin habe. Die einen sagen, wir haben 6 Quadrat Kabel, das ist zu dünn. Wir haben auch dickere Autoanschlusssets, also 10 oder 25 Quadrat Kabel. Wenn ich diese Liste nehme, die ist nicht von mir, also doch, ich habe sie geschrieben, aber die ist vom Verein VDE, Verein Deutsche Elektroindustrie. Und hier steht drauf, 6 Quadrat Kabel kann ich 35 Ampere absichern und bei 50 Grad Maximum 25 Ampere ziehen. Das heißt, ich kann die Batterie mit 25 Ampere laden vom ersten Fahrzeug, das heißt rund 4 Stunden fahren, dann wäre diese Batterie wieder voll, wenn sie leer ist. Diese Liste verlinke ich euch unten im Beschrieb, könnt ihr downloaden. Hat auch andere Vorschlüsse, wie dick muss ein Wechselrichter verdrahtet sein und so weiter. Das Teil gibt es als Zubehör. Preislich habe ich die Preisliste, verlinke ich euch auch unten drin. Hier liegt das Autoanschluss-Set mit Sicherung, Klemme, Stecker bei 98 Euro, Franken. Fragt mich weiter. Wenn ihr Fragen habt, unten über die Kommentarfunktion oder schreibt mir eine Mail, was ihr noch wissen möchtet über die Batteriebox, sonst elektrisch oder sonst irgendwie ein Thema. Ich beantworte die Kommentare in der Regel, meistens. Ja, und somit mache ich euch hier einen Link über diese Batteriebox und einen Link übers Laden mit Solarzelle. Und wie das auch mit dem Bisquis rein und raus geht, mit Energie von Ohm. Wenn ihr nicht so viel Ahnung habt von Elektrik, was da rein und raus geht, schaut mir dieses Video an. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.